Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Done at Flip. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Abschreibung von Grundstücken. Bevor wir uns aber mit dem Buchungssatz bzw. mit dem dazugehörigen Buchungssatz beschäftigen, müssen wir uns zuerst etwas mit der Theorie beschäftigen. Grundsätzlich gilt nämlich für Grundstücke, dass diese nicht abgeschrieben werden dürfen. Der Grund hierfür ist relativ einfach. Im Regelfall werden Grundstücke nicht weniger wert, sondern der Wert des Grundstückes bleibt unverändert bzw. steigt sogar. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, in denen wir ein Grundstück auch abwerten, also sprich abschreiben dürfen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Grundstück dauerhaft wertgemindert wird, sprich, dass diese Minderung nicht nur von kurzer Dauer ist, sondern wirklich langfristig ist und dass es einen vernünftigen Grund dafür gibt. Ein Beispiel für so einen Grund wäre, wenn Sie ein Grundstück besitzen und direkt in der Nachbarschaft eine Kläranlage gebaut wird, die dazu führt, dass das Grundstück wirklich dauerhaft abgewertet wird und dadurch dann in weiterer Folge eben die Marktverhältnisse sinken. Und hierfür habe ich Ihnen auch wieder ein Beispiel mitgebracht. Aufgrund von geänderten Marktverhältnissen ist der Wert eines Grundstückes um 100.000 Euro dauerhaft gesunken. Und in diesem Fall dürfen wir auch Grundstücke abschreiben. Wie gehen wir hier vor? Im Prinzip ist es sehr ähnlich einer klassischen Abschreibung, nur dass wir hierbei von einer außerplanmäßigen Abschreibung sprechen und aus diesem Grund auch ein gesondertes Konto verwenden. Also nicht das normale klassische Abschreibungskonto, welches wir kennen, sondern eben eine außerplanmäßige Abschreibung durchführen. Und wenn wir hierfür unseren Kontenplan zur Hand nehmen, finden wir die klassische Abschreibung, zumindest auf dem österreichischen Kontenplan, in der Klasse 7 unter der Kontonummer 7010. Und wenn wir diese Kontoklasse noch etwas genauer durchschauen, so finden wir dann ein weiteres Konto außer planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens. Und wie wir ja aus der Bilanz wissen, bestehen Grundstücke auf der Aktiva im Anlagevermögen. Und dementsprechend müssen wir dann das Konto 7050 verwenden. Und darüber hinaus müssen wir uns eben auch noch überlegen, okay, um welche Art von Konten handelt es sich hierbei? Es handelt sich hierbei um ein Aufwandskonto und dementsprechend wissen wir dann auch Aufwandskonten, wenn der Aufwand vermehrt wird, dann müssen diese im Soll gebucht werden. Dementsprechend brauchen wir das Abschreibungskonto, also das 7050. AVAV, also Abschreibung von Anlagevermögen auf der Sollseite. Mit welchem Betrag? Mit einem Betrag von 100.000 Euro. Und als Gegenkonto brauchen wir natürlich das Grundstückskonto, weil das Grundstück hier um 100.000 Euro wertgemindert wird. Und wo finden wir das Anlagevermögen bzw. die meisten Kontonummern des Anlagevermögens in der Kontoklasse 0? Und wenn wir hier dann reinschauen, dann finden wir unbebaute Grundstücke bei der Kontonummer 0200. Das heißt, wir haben dann auf der Gegenseite, also an im Haben 0200, also Kontonummer 0200, Grundstücke wiederum mit 100.000 Euro. Ja, so viel einmal und damit haben wir eigentlich das Grundstück schon im Wert gemindert. Wichtig nochmal kurz zusammenfassend, Grundstücke unterliegen keiner planmäßigen Abschreibungen oder Abschreibung, sondern Grundstücke können nur oder dürfen nur außerplanmäßig abgeschrieben werden und hierfür muss es wirklich einen vernünftigen und triftigen Grund geben, welcher auch von langfristiger Dauer ist. Ja, und somit sind wir wirklich am Ende dieses Videos angelangt
Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über einen Kommentar oder ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.